kann ich noch machen? Das ist ziemlich schnell ausgeartet. Obwohl das ich eigentlich nicht so böse sein wollte. Markieren. Ich muss doch mein Symbol. Ich denke, also bin ich. Das gefällt mir. Das ist ein berühmter Philosoph gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer. Noch mehr markieren. Markierungslogan. Gleiche Rechte für Androiden. So. Bisschen wieder für Normalität sorgen. Was hast du, Markus? Ein bisschen übertrieben, sorry. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Jetzt werden die Menschen uns zuhören müssen. Sie werden Angst haben. Und Angst führt zu Hass. Lieber Hass als Gleichgültigkeit. Okay, ich weiß nicht, ob das klug war. Der steht einfach da. Hier lang! Feuer! North! North? North! Was ist denn passiert? North! Sie haben sie getötet! Siehst du? Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Wo ist die Polizei? Oder wer ist es? Und den Part erwischt. Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Nein, ich töte keine Polizisten. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Ich entscheide das nicht selbst. Es ist eure Entscheidung. Ich halte mich da lieber raus. Was immer ihr tut, weltweise. Wir unterbrechen die Übertragung für eine Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt. Und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren Vierteln in der ganzen Stadt wüten noch immer Brände. Ich kenne das auch nicht gut. Cyberlife-Geschäfte, die Leichen von 2 Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedrohlich. Markus, was machst du? Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Nein, das ist eine Revolution, mein Freund. Oh shit.
Oh shit. Okay, das war nicht so gut. Oh scheiße. Wer ist es, Lesen? Okay, da hatte ich noch was machen können. Egal. Polizei nicht alarmiert. Gut. Ja, die Erklärung musste man abgeben. Ja, da hätte man so viel machen können. Ja. Nur 1 bis 2% haben ein bisschen Feuer gemacht. Naja. Nur 10% haben die Gruppe entscheiden lassen und nur 12% waren böse. Dann ist ja gut, dass ich das gemacht habe. So seht ihr das auch mal, wenn man böse ist. Es war lustig. Es war zwar nicht gut, aber es war lustig. Mit wem telefonierst du, Hank? Hank, alles klar? Was gibt's? Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war gestern auf Streife und wurde von Abweichlern angegriffen. Sie haben seine Leiche gefunden heute Morgen. Oh, das wird dir... Er hat ihn eiskalt mit seiner eigenen Dienstwaffe umgebracht. So der Polizist, der uns immer Bericht erstattet hat. Er ist vor 3 Monaten Vater geworden. Scheiße. Verdammt. Warum ausgerechnet er? Nicht gut. Das tut mir leid. Ich kannte Officer Miller nicht gut, aber... Er war anscheinend ein guter Mann. Ja. Okay, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Genau. Es tut mir leid. Eine Spur. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als CyberLife anfing, Androiden zu verkaufen. Kamsky. Ein paar Anrufe. Und da sind wir. Wir sind außerhalb von Detroit irgendwie. Wer ist dieser Kamsky? Das ist eine einladende Klinge. Hallo, Kara. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah. Ah, das ist der aus der Zeitung. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Beziehungsweise aus dem Nachrichtenportal. Geht offenbar eine Kara zu Hause. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Elijah. Das ist dieser Elijah. Elijah Kaminski, CyberLife-Gründer im Ruhestand seit 2028. Findet des Tyreums und der Biokomponententechnologie. Ja, der Kerl sieht nicht schlecht aus. Hübsches Mädchen. Ein RT-600. Amanda. Amanda Stern. Was? Bestand als erster CyberLife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Wie du meinst, Tank. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Nee, wenn man sie gut behandelt, nicht. Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Was ist das? Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten.
Habe ich alles angesehen? Lesen habe ich es auch. Irgendwo spielt Musik. Okay, ich setze mich wieder hin. Kann ich nicht. Elijah empfängt sie jetzt. Oh, danke. Kann ich mit dir reden? Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Warum hast du einen blutroten Pool? Das ist beängstigend. Ich kann mir hier nichts ansehen. Nee. Ach, die schwimmt da nur. Laufen hier barfuß rum. Hallo Typ. Sieht nicht schlecht aus. Du hast bestimmt eine Menge Kohle. Und du stehst offenbar auf das Kara-Modell. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Ja, Sir. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Doch, schon. Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Ja, das wäre nicht gut. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Was willst du? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was willst du von mir? Was möchtest du wirklich? Ich bin das wahr. Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was willst du von mir, du Typ? Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Kranker Typ. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Was machst du da, du kranker Kerl? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor.
Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Natürlich lebt sie. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Du bist ein Arsch. Wie soll ich das entscheiden? Wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Nein, das tue ich nicht. Faszinierend. Was willst du von mir? Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Genau. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Natürlich. Du hattest Mitgefühl. Und das heißt was? Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Ja, gehen wir. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Das heißt? Man kann nie wissen. Du bist ein Arsch. Warum hast du nicht geschossen? Weil du es mir gesagt hast. Ich habe in ihre Augen gesehen. Und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Vielleicht. Es war eigentlich richtig, aber so habe ich keine Informationen erhalten. Okay, das ist noch viel mehr gegeben. Sehen wir uns das an. Ob wir da draußen natürlich noch was tun können. Ja, das ist eine Folgeentscheidung. Ja, da hat man nicht viel tun können. Da habe ich was übersehen. Egal. Ja, die meisten haben Chloe verschont. Wieso auch nicht?